Fortsetzung folgt. Ihr wisst genau Bescheid. Ich bin auf der FEE 2024 in München, habe was entdeckt, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, aber äußerst interessant. Schaut euch das mal an. Hier erkennt ihr das vielleicht ein bisschen. Und hier habe ich den richtigen Ansprechpartner bei Van 7. Servus, ich bin der Kämpfer Tobi. Grüß dich. Servus, Tobi. Willkommen. Das sind so die obligatorischen Begrüßungsfloskeln, die aber immer persönlich gemeint sind. Ja, schön, freut mich. Also willkommen, Tobi. Freut mich, dass du bei mir vorbeigeschaut hast auf unserem Messestand, damit deine Abonnenten was Neues, Innovatives sehen. Und bei uns gibt es immer nur was es noch nicht gibt. Ansonsten hätten wir sie ja auch gekauft. Und bei uns gibt es das flexibelste Campingbett weltweit und auch jetzt neu eben auch den einfachsten Fahrradhalter. Bei uns muss immer alles möglichst einfach sein, flexibel und multifunktionell, gleichzeitig stabil. Und genau, also wie ihr seht hier ist das Van 7 Hubbett und das verschwindet an der Decke. Man hat hier mega viel Stauraum. Ja. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die eben den das Fahrzeug auch zum Transportieren nutzen wollen, nicht nur zum Campen. Und wenn man den Platz optimal nutzen möchte, um Fahrräder, Motorräder mitzutransportieren, dann ist das Van 7 Hubbett genau das Richtige. Ja. Das verschwindet an die Decke. Ja. Was jetzt ganz wichtig ist, davor schon zu sagen, ist, wir haben hier eine Erdleinöse und man kann das Bett an dieser Höhe stabil fixieren. Alles also man sagt, klar. Okay, ich habe jetzt ein Motorrad drin, eine GS zum Beispiel, dann fixiere ich das Bett dann danach schon hier. Jetzt in diesem Fall habe ich eben das Fahrrad drinnen und wir werden das Bett hier fixieren. Ja, ja. Schlussendlich kann ich es aber auf 1,40 Meter absenken. Der Endpunkt dann, ja. Und genau, es geht ganz einfach. Ich kann dieses Bett stufenlos der Höhe verstellen. Es bleibt in jeder Position stehen, je nachdem welches Ladegut ich mit habe, was ich machen will. Und ja, ich fahre das einmal kurz knapp vor mein Bett hoch. Ja. Und was jetzt eigentlich ganz wichtig ist, was unsere Kunden am meisten lieben, ist diese Außennivellierung. Das ist einzigartig. Egal wie schräg, dass ich mein Fahrzeug stehe, ich kann immer waagrecht stehen und waagrecht schlafen. Ja. Indem, dass ich hier ganz einfach den Gurt nachziehe. Okay. Das mache ich hier auf dieser Seite auch. Ja. Und schon wäre ich hier jetzt in der Waage. Sehr interessant. Auf dieser Seite. Ganz einfach. Und was jetzt ganz wichtig ist, dieses Bett hat keine Schienen, die irgendwie verklemmen können oder sonst irgendwas. Das Bett hängt frei auf diesen vier Gurten. Und wie ich das Ganze fixieren kann, ich habe hier eine Ratte. Ja. Ich habe hier einen Seilzug. Ihr verspannt es. Ich habe hier einen Seilzug und fixiere das ganze Bett an die Seitwand, so dass das Ganze eben stabil ist. Wie geil ist das denn? Genau. Gute Idee. Ja, das ist wirklich sehr, sehr flexibel und bietet einem dadurch eben maximalen Komfort. Wie befestigt man das Ganze? Man hat hier eben diese Gurtaufhängung. Da baut man sich eine stabile Basis. Da gibt es verschiedene Montagekonsolen, wie ja alle möglichen Transporterarten und ist dann ganz einfach installiert. Wir haben auch ganz viele Einbaupartner in Österreich, Deutschland, Schweiz, die euch das Van 7 Hubbett auch professionell installieren und einbauen. Aber wenn man handwerklich begabt ist, kann man das ganz bestimmt auch selber machen mit einem Schritt-für-Schritt-Zusammenbau-Video. Und ja, genau. Sehr interessant, habe ich noch nie gesehen. Ja. Jetzt bin ich wirklich viel unterwegs, über 3000 Autos vorgestellt oder Möglichkeiten vorgestellt, aber das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Von der Verschränkung her, wenn ich jetzt wirklich schräg stehe, ich liebe Wohnmobil, ich kenne das Thema. Ja. Ich habe jetzt automatische Hubstützen, ich fahre so einen teilintegrierten mit 10,50 Meter. Mhm. Dann ist es natürlich so, dass ich habe auch die Frage gestellt, bevor wir angefangen haben zu filmen, heutzutage muss alles elektrisch sein. Ich finde, aber da nicht. Ja, wir haben alles elektrisch schon gehabt. Wir haben extra Abstand von Elektronik genommen. Wir haben alle Prototypen auch elektrisch versucht, aber sind dann zum Schluss gekommen. Das Einfachste und Manuelle ist das Beste. Das soll immer funktionieren. Und wir haben bis jetzt auch 250 Van 7 Hubbetten verkauft. Cool. Und für uns gibt es jetzt auch eine Verlosung, nehmen bei der Verlosung teil. Ja. Wir verlosen jetzt das erste Mal auch ein Van 7 Hubbett. Sehr gut. Würde mich freuen. Und falls euch interessiert, der einfachste Fahrradhalter kann ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Wie schnell das Bett an der Decke wieder verstaut ist, zeige ich euch. Einfach wie groß ist die Liegefläche, bevor wir es vergessen? Verschieden oder? Ist 1,40 Meter mal 2 Meter, das ist unser Standardbett. Danke für die Erinnerung. Reicht auch für mich. Danke für die Erinnerung. Gerne. Man kann es mit 250 Kilogramm belasten. Ja. Wir haben eine CE-Zertifizierung dazu.
Und das Ganze gibt es auch für Expeditionsmobile, gibt es Querbett, Längsbett, 2,10 Meter mal 2 Meter war das Größte, was wir bis jetzt gefertigt haben. Wow. Aber auch ein Zusatzbett für Kinder mit 1,60 Meter mal 90. Und ja, da kann man ganz flexibel sein. Und ja. Du kannst in jedes Handwerkerauto im Grunde dein Bett unter den Dachhimmel hängen und genau. Bist immer im Hobbymodus ja. Unterwegs, wenn du das willst. Ja. Ja, das wissen auch noch ganz, ganz wenige Handwerker. Die Handwerker haben ein Fahrzeug und die sagen, okay, was soll ich jetzt mit deinem Bett im Fahrzeug tun? Ich muss transportieren. Ja, ja, ja. Viele Handwerker wissen es noch nicht, dass sie nach dem Freitagabend das Motorrad einpacken können, das Bett runterlassen können und trotzdem richtig geiles Wochenende auch mit einem Arbeitsauto zu verbringen. Sehr gut. Und, ja, das war auch unser Grund. Wir haben das Bett auch entwickelt, weil wir transportieren wollen im Alltag und in der Freizeit in Camping. Und dadurch ist eben auch dieses Wenzel-Mittel entstanden. Und wir wollen auch keine Schienen haben, die irgendwo im Raum herumlaufen. Naja, klar. Reicht das so? Genau. Frage, Preis ja. Ist natürlich, was kostet sowas ungefähr? Wo Preis, geht's los? Wir haben jetzt Messerabatt auf 2.990 statt 3.840 inklusive fair. Steuer. Ja. Und ja, genau. Wegen am Fahrradhalter kommen wir kurz mit der Kamera nach hinten, ja, oder? Ich tauche einmal durch. Du fährst das Bett weg, das schauen wir uns an. Entschuldigung, ich bin wieder so schnell. Furchtbar. Ich fahre das Bett weg. Ich löse die ganze Außennivellierfunktion. Gehst wieder gerade, mehr oder weniger. Ja, löse diese Seite hier, damit ich weg nach oben. Alles klar. Und dann fahre ich das ganze Bett nach oben. Wow. Ich frage mich immer wieder, es sind so einfache Sachen, ja. Aber drauf kommen musst du mal, gell? Ja, also es hat schon eine Weile gedauert, aber jetzt ist man wirklich schon so weit, nach 250 Betten, dass das wirklich eine ganz ausgereifte Geschichte ist. Und ja, kommt rein. Bin froh, dass ich das gesehen habe. Ich komme. Ich laufe mal rum, ihr seht. Kommt gerne rein zum Fahrradhalter. Also bei uns ist es so, wir wollten ein Fahrrad im Fahrzeug transportieren, ohne irgendwelche Schienen am Boden, ohne irgendwelche Sachen, was mich irgendwo am Boden stören könnten. Ja. Und das Rad ist jetzt sozusagen bereit, um über Pässe zu fahren, über Bodenwellen, alles drum und dran. Das steht jetzt drinnen. Und wie schnell ich das Ganze sozusagen auspacke, ich löse die Bremsen hier. Löst meinen Fahrradhalter und kann schon loslegen. Los geht's. Ja. Ich will so kein Fahrrad, ich will kein Rad rausnehmen müssen, ja. Um mein Fahrrad zu verstauen können. Ich will es so haben, dass es fahrbereit ist, ohne irgendwelche großen Umbauarbeiten zu tätigen. So, wenn ich jetzt nachher zurückkomme vom Radfahren, nehme ich mein Rad, ich fahre hier in meinen hochwertigen Fahrradhalter rein. Bin drauf. Genau. Fahr rein, klemm das. Ja. Und ihr seht, das Ganze ist jetzt nach vorne und hinten unstabil. Also dieser hochwertige Fahrradhalter ist eigentlich dazu da, mir das Rad gegen das Umfallen zu sichern. Ja, ja. Und eben ganz einfach mit diesen Silikonbändern bremse ich das Fahrrad ein, sodass das eben stabil steht. Was wir auch machen, wir packen dazu auch noch ein zweites Fahrrad, also auch ein E-Bike. Und ja, das hält wunderbar und ist somit wirklich das einfachste Fahrradhaltersystem, wo ich in ein Fahrzeug transportieren kann. Ich liebe Profis, du schaust sogar in die Kamera. Hast du sehr viel TV-Erfahrung anscheinend? Die machen ganz wenige. Respekt. Okay. Nein, bei mir ist es wirklich schon so, dass ich da ein bisschen in die Routine reinkomme. Denke ich mir, gell? Und ja, am Anfang auch Knappenfieber und Videofieber. Ich sehe es eben auch. Ihr habt ja eigene Videos, wird wahrscheinlich alles auf der Homepage sein. Die stelle ich natürlich unten in die Videobeschreibung, logisch. Ja, bei uns ist es ja so, dass ich das ja 100 Mal am Tag mache. Also das ist ja schon fast wie ein Sehr geil. Und, ja. Also cool. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns auf der Homepage besucht. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, bitte ich euch jederzeit. Und Wenn Sie wollen. Tobi, das vorbeikommt, das hat mich gerne. Ich bin auch immer auf der Suche nach Innovationen, perfekt gepasst. Ja, ja. Servus, danke, mach's gut. Tobi, danke dir, viel Erfolg in München. Ja, so und ich melde mich wieder, aber das Ding ist wirklich cool. Solltet ihr in eure Entscheidungen mit einfließen lassen. Genau. Bett schaukelt nicht. Servus, ciao aus München.